Wir beginnen mit dem Lied Nummer 144. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Gerade in Zeiten wie diesen brauchen wir das Gebet. Gerade in Zeiten wie diesen brauchen wir den Gottesdienst. Noch verzichten wir wegen des Lockdowns auf öffentlichen Gottesdienst, aber am ersten Fastensonntag in dieser besonderen Zeit wollen wir wieder mit öffentlichen Gottesdiensten beginnen. Wir hören heute im Evangelium, dass Jesus morgens in der Synagoge ist und damit den Tag beginnt, mit dem Hören auf das Wort Gottes. Das wäre vergleichbar mit der Messe am Sonntag in unserer Kirche. Und am nächsten Morgen, ganz früh, als es noch dunkel ist, geht er an einen Ort, wo er ganz alleine ist, um zu beten. Also das Gebet gehört zum Leben Jesu dazu. Und so sind wir heute auch im Internet verbunden mit diesem Gebet, mit dieser Eucharistie hier aus St. Medardus in Lüdenscheid. Und wir rufen zu Jesus Christus: Herr Jesus Christus, du hast zum Vater gebetet, Herr, erbarme dich. Du bist bei uns im Gebet. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Du stärkst uns durch das Gebet. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Und wir singen zum Gloria 167. Du bist der Höchste ewiglich.
Reich des Vaters. Amen. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, wir sind dein Eigentum und setzen unsere Hoffnung allein auf deine Gnade. Bleibe uns nahe in jeder Not und Gefahr und beschütze uns. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, wenn ich das Evangelium verkünde, gebührt mir deswegen kein Ruhm, denn ein Zwang liegt auf mir. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Wäre es mein freier Entschluss, so erhielte ich Lohn. Wenn es mir aber nicht frei steht, so ist es ein Dienst, der mir anvertraut wurde. Was ist nun mein Lohn? Dass ich unentgeltlich verkünde und so das Evangelium bringe und keinen Gebrauch von meinem Anrecht aus dem Evangelium mache. Obwohl ich also von niemandem abhängig bin, habe ich mich für alle zum Sklaven gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an seiner Verheißung teilzuhaben. Wort des lebendigen Gottes. Ja, danke sehr, Gott. Christus hat unsere Leiden auf sich genommen, unsere Krankheiten hat er getragen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit ging Jesus zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie, und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr, und sie diente ihnen. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt. Und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu sagen, dass sie wussten, wer er war. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach, und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm: Alle suchen dich. Er antwortete: Lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen.
Und er zog durch ganz Galiläa, verkündete in ihren Synagogen und trieb die Dämonen aus. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir. Liebe Schwestern und Brüder, also Jesus ging zusammen mit zwei Aposteln, mit Jakobus und Johannes, in das Haus von zwei anderen Aposteln, von Simon und Andreas, die auch Brüder waren. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie, und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr, und sie diente ihnen. Typisch Mutter, typisch Schwiegermutter, sie diente ihnen. Kaum ist sie aus dem Bett, kocht sie schon für 5 hungrige Männer, für Jesus und diese 4 Jünger, darunter den Schwiegersohn. Kocht und bedient und trägt auf und hat auf einmal wieder Kraft dazu. Eine feministische Bibelauslegerin löckt wieder den Stachel und lässt die Schwiegermutter sagen: Ich sehe schon, ihr wollt, dass ich aufstehe und mich hinter den Kochtopf stelle. Aber ich werde euch lehren, Frauen als Dienstboten zu behandeln. Ich bleibe im Bett. Da ging die Sonne unter und alle mussten an jenem Abend aus Konservendosen essen. So ging es bestimmt nicht zu bei Jesu Hausbesuch. Schließlich war ja auch noch die Frau des Simon Petrus da. Nur an dieser Stelle in der Bibel erfährt man, dass Petrus, der spätere erste Papst, verheiratet war. Und die anderen Jünger wohl auch. Und man fragt sich, wie die das gleichzeitig leben konnten. Ihr Apostel sein geht hinaus in alle Welt und ihre Ehe, inklusive Schwiegermutter. Merkwürdig, über diese Frauen, über die Schwiegermütter sind viele Witze im Umlauf. Über Schwiegerväter allerdings kein einziger. Es gibt das Klischee, Schwiegermütter seien drachenartige Wesen, mischten sich ein in die jungen Ehen der Söhne oder Töchter, mit misstrauischen Argusaugen überwachten, kontrollierten, kommentierten sie alles. Nichts sei ihnen gut genug. Es wird nicht miterzählt, dass Schwiegermütter auf die Kinder aufpassen, immer wieder aushelfen und oft ziemlich unentbehrlich sind. Und vor allem, dass ihre Augen nicht nur misstrauisch, sondern eher sehr liebevoll gucken können. Zurück zu Simon Petrus und seiner Schwiegermutter. Hatten die ein entspanntes Verhältnis? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ihre Tochter, die Frau des Petrus, wird der Mutter in den Ohren gelegen haben. Hat Simon vergessen, dass er Familie hat? Ständig ist er weg, kaum noch bei den Booten am See, kaum noch bei uns zu Hause, immer hinter diesem Jesus her. Der macht sie alle verrückt mit seinen Reden vom Reich Gottes. Der setzt ihnen Flöhe ins Ohr. Und Simon kriegt nicht mehr mit, dass die Vorratskammern zu Hause fast leer sind und wir ohne meine Webarbeiten pleite wären. Ein Groll kocht hoch in der Frau und die Mutter kocht mit. Und Jesus, der wird so langsam zur Reizfigur. Nun kommt Jesus in diesen Tagen vorbei in Kapernaum mit seinen Jüngern. Er macht dort Station, er macht dort Besuche. Die Schwiegermutter flüchtet sich ins Fieber, so drückt sich ihre Aversion gegen Jesus aus. Der macht uns alle krank, denkt sie, mit seinen Träumen und Visionen. Der bringt unsere Familie durcheinander. Und dann kommt es ganz, ganz anders. Wenn Jesus kommt, ändert sich alles.
Eine frustrierte Schwiegermutter findet aus ihrem Groll heraus und wird gesund. Jesus macht nicht krank, sondern heil. Wie das? Der Jesus, den sie nur vom Hören sagen kannte, tritt ihr erstmals vor Augen. Er erscheint ihr wohl so, wie es der Musiker Peter Jansens in einem Lied ausdrückt. Das Lied geht ungefähr so: Eines Tages kam einer, der hatte einen Zauber in seiner Stimme, eine Wärme in seinen Worten, einen Charme in seiner Botschaft. Eines Tages kam einer, der hatte eine Freude in seinen Augen, eine Freiheit in seinem Handeln, eine Zukunft in seinen Zeichen. Eines Tages kam einer, der hatte eine Hoffnung in seinen Wundern, eine Kraft in seinem Wesen, eine Offenheit in seinem Herzen. Eines Tages kam einer, der hatte eine Liebe in seinen Gesten, eine Güte in seinen Blicken, ein Erbarmen in seinen Taten. Eines Tages kam einer, der hatte einen Schatz in seinem Himmel, ein Leben in seinem Tode, eine Auferstehung aus seinem Grabe. Kurz gesagt, eines Tages kam einer nach Kapharnaum, der hatte Gott bei sich und in sich. Und manche, weiß Gott nicht alle, konnten das spüren. Auch die Schwiegermutter auf ihrem Krankenbett. Der Maler Rembrandt zeigt in einer kleinen Skizze, wie Jesus sie aufrichtet, wie sie wieder da auf die Beine kommt. Komm, steh auf. In der Begegnung hat sie sich geöffnet, hat sich nicht an ihrem Ärger und ihrem Groll festgekrallt, weil Jesus ein Herzensöffner ist, schon immer für Simon Petrus und jetzt für seine Familie und vielleicht auch für uns. Die Schwiegermutter ist dem Jesus dann nicht gefolgt, sondern sie ist zu Hause geblieben. Aber sie kann jetzt wohl wirklich verstehen, was ihren Schwiegersohn Simon Petrus umtreibt und bewegt. Kapharnaum kann ihn jetzt nicht mehr halten. Die Weite Gottes wird jetzt sein Zuhause, eine Berufung durch Gott, eine Aufgabe. Simon wohnt jetzt förmlich in den Worten und Taten Jesu, in Gott. Das ist sein Dienst, Petrus zu werden, ein Fels, auf den sich aufbauen lässt. Die Familie muss ihn loslassen. Und die Schwiegermutter fängt auf ihre Weise auch an zu dienen, da zu sein für andere, über den Familienkreis hinaus, über Kochtöpfen und Gemüseschneiden wächst ein großer Dienst, der die Menschen zusammenhält. Wie allerdings die Vorratskammern im Hause Simon wieder voll wurden, entzieht sich unserer Kenntnis. Wir sprechen das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich
Jesus Christus ist Heiland und Retter für alle, die bei Gott Hilfe suchen. Ihn bitten wir für die Menschen unserer Zeit. Die Jünger sprachen mit Jesus über die kranke Schwiegermutter des Simon. Wir bitten für alle, die sich um andere sorgen, für alle, die Angehörige pflegen und für alle, die auf Notlagen und gesellschaftliche Missstände aufmerksam machen. Christus, Heiland und Erlöser, wir bitten dich, erhöre uns. Er ging zu ihr und richtete sie auf. Wir bitten für alle, die sich anderen Menschen zuwenden, die Zeit und Aufmerksamkeit schenken, für alle einsamen Menschen. Christus, Heiland und Erlöser, wir bitten dich, erhöre uns. Da wich das Fieber von ihr. Wir bitten für alle, die auf Heilung hoffen, für alle, die über die Entwicklung in der Pandemie und über die notwendigen Maßnahmen beraten und beschließen, und auch für die vielen Menschen, die mit einer Krankheit leben müssen, ohne Hoffnung auf Heilung. Christus, Heiland und Erlöser, wir bitten dich, erhöre uns. Er ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Wir bitten für alle, die ihre Beziehung zu Gott pflegen, für alle, die ihre Kraftquellen kennen und für alle, die nach solchen Quellen suchen. Christus, Heiland und Erlöser, wir bitten dich, erhöre uns. Sie sagten zu ihm, alle suchen dich. Wir bitten für unsere Kirche, die nach Wegen sucht, den Glauben und die Nachfolge heute zu leben, für die Beratungen des synodalen Weges und für alle, denen Christinnen und Christen ein glaubwürdiges Zeugnis schulden. Christus, Heiland und Erlöser, wir bitten dich, erhöre uns. Er trieb die Dämonen aus. Wir bitten für alle, die gefangen sind in schwierigen Beziehungen und Strukturen und für alle, die um ihre Rechte und um ihre Anerkennung kämpfen müssen. Für alle, in deren Leben die Dämonen übergroß geworden sind. Für seelisch erkrankte und suizidgefährdete Menschen. Christus, Heiland und Erlöser, wir bitten dich, erhöre uns. Herr und Bruder Jesus Christus, du zeigst uns Gottes Liebe. Lass uns aus dieser Liebe leben und dir die Ehre geben in Ewigkeit. Amen. Zur Gabenbereitung Nummer 464, die erste und vierte, fünfte und sechste. Sein Eigen, wohin er es stellt, sollen wir es zeigen. Gott liebt diese Welt. Gott liebt diese Welt, ihre Dunkelheiten hat er selbst erhellt, im Zenit der Zeit. Kam sein Sohn zur Welt. Gott liebt diese Welt. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, Frucht des Wachstums und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Betet, Brüder und Schwestern, damit mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns
und seine ganze heilige Kirche. Herr, unser Gott, du hast Brot und Wein geschaffen, um uns Menschen in diesem vergänglichen Leben Nahrung und Freude zu schenken. Mache diese Gaben zum Sakrament, das uns ewiges Leben bringt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Ja, es ist gut und richtig, dir, Vater im Himmel, zu danken und dich zu loben. Denn du hast die Welt mit all ihren Kräften ins Dasein gerufen. Den Menschen hast du geschaffen auf dein Bild hin und ihm das Werk deiner Allmacht übergeben. Du hast ihn bestimmt, über die Erde zu herrschen, dir, seinem Herrn und Schöpfer, zu dienen und das Lob deiner großen Taten zu verkünden durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr der Mächte. Erfüllt sind Himmel und Erde von seiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Gebenedeit sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna, Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist die Quelle aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag als den Tag der Auferstehung. Durch Christus, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, dass wir uns vor dir versammeln dürfen, um dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Franz Josef und mit allen Bischöfen, mit unseren Priestern und Diakonen und mit allen Frauen und Männern,
die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Wir gedenken auch der verstorbenen Pfarrerin Monika Deitenbeck-Goseberg. Vor einem Jahr ist sie gestorben. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Herr, du hast zu deinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Lamm Gottes, du nimmst hinweg, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi. Amen.
Nummer 451. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, du hast uns teilhaben lassen an dem einen Brot und dem einen Kelch. Lass uns eins werden in Christus und Diener der Freude sein für die Welt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Da habe ich vorgestern abends im Fernsehen eine Karnevalssendung gesehen. Franken feiern Karneval. Da tanzte ein einsames Tanzmariechen auf der Bühne. Und in dem Saal saßen an Einzeltischen einzelne Personen. Und ich hatte das Gefühl, als ich da so am Fernsehen saß, da kommt überhaupt keine Stimmung rüber. Ich hoffe, dass heute aus unserem Gottesdienst zu Ihnen etwas rübergekommen ist. Und so bitten wir am Schluss um Gottes Segen. Der Herr sei mit euch. Segne euch und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott.